Das letzte Mal war ja gestern erst. Oder? Da haben wir ein Beispiel angeschaut über diesen Simplex-Algorithmus, ein einfaches Beispiel. Das hätte man auch grafisch lösen können, weil da nur zwei Variablen waren. Da haben wir zwei Iterationen gemacht und es hätte eine weitere Iteration gebraucht. Und das habe ich das gestern vermutet, dass eine ausreichen würde. Und ich habe es dann fertig gerechnet und das ist auch tatsächlich so. Ich möchte jetzt noch einmal ein Beispiel rechnen, und zwar von Anfang an, oder? Also ich nehme an, wir haben ein System von Ungleichungen. Der Simplex-Algorithmus in der einfachsten Form, der funktioniert ja nur, wenn bei den Ungleichungen kleiner gleich steht, oder wenn es größer als ist, dann ist die Sache eben nicht garantiert, oder? Ich habe gesagt, es geht, wenn ihr einfach bei der entsprechenden Schlupfvariablen, wenn ihr eine negative Größe nehmt. Ja, hier, ich glaube, der Vincent, der hat sich gemeldet jetzt. Er ist unten, will ihn nochmal anrufen. Ich glaube, okay. Teilnehmer oder okay. Anrufen. Also hinterlassen wir eine Nachricht. So. Gut. Ja, ich möchte von Grund auf noch ein vorgelöstes Beispiel, also ausgehend von den Ungleichungen, das Ungleichungssystem wird ja normalerweise aus einem Text extrahiert und zusammen mit der Zielfunktion ergibt sich aus den Ungleichungen das, was man als lineares Programm bezeichnet. Weil dieser Ausdruck, der kommt einfach aus dem, was man als Operations Research bezeichnet. Oder, tönt ein bisschen komisch für uns. Okay, gut, also... ich werde das dann jeweils auswischen. Ich habe mir da jetzt diesmal Notizen gemacht. Daher, wenn du Notizen machst, oder, dann wirst du am Anfang alles nachvollziehbar vor dir haben. Aber mein Whiteboard hier ist eben ziemlich klein und die Rechnung im Gegensatz dazu ist eben recht groß. Also das ist für mich ein Problem. Gut, also. Zuerst Ungleichung. So. Also das lineare Programm. Zuerst die Ungleichung, so wird es im Allgemeinen auch gemacht. Ich brauche die hier nicht zu nummerieren, oder? Das mache ich bei einer grafischen Lösung. Ich mache dann einfach das Ausgangstableau entsprechend, so, also eine Ungleichung ist 2x1 plus x2 ist kleiner gleich 70, so, dann die zweite ist umgekehrt, x1 plus 2x2 ist kleiner gleich 90, so, und dann am Schluss noch x1 plus x2 ist kleiner gleich 50, so. Das wäre alles. Dann zum linearen Programm gehört natürlich noch eine Zielfunktion. Das wäre, Z wäre 2x1 plus 3x2. So. Das war jetzt sehen. Ich möchte schnell den Vincent hinzufügen. Ich tue schnell probieren. Okay. Er ist jetzt da. Vincent, okay. Also, ich habe gesagt, das letzte Mal haben wir ja ein Beispiel fast fertig gelöst. Ich habe vermutet, es braucht noch eine Iteration bis zum Endtableau. Ich habe es dann noch fertig gerechnet, das stimmt auch. Ich möchte jetzt eine
vollständige Rechnung mit dem Simplex-Algorithmus durchführen. Es ist wieder ein Beispiel, das man im Prinzip grafisch lösen könnte, weil es gibt da nur zwei eigentliche Variablen. Und dann für jede Ungleichung kommt natürlich noch eine Schlupfvariable dazu. Das letzte Mal die Schlupfvariablen habe ich als S1, S2 und so weiter bezeichnet. Und beim grafischen Verfahren hatten wir die Variablen X und Y, oder? Aber beim Simplex macht man das so, man hat X1, X2 und anstatt S1 und S2, das macht man gelegentlich. Aber das Normale ist, dass man dann schreibt, für die erste Schlupfvariable in dem Fall hier wäre dann X3 anstatt X1, X4 anstatt S2 und so weiter. Das geht bei uns bis X5 dann. Okay. Also hier habe ich einfach da dieses sogenannte lineare Programm, nennt man das, bestehend aus drei Ungleichungen. Das gilt dann als Randbedingungen oder ja, es gibt andere Ausdrücke dafür. So. Und mit dem, also inklusive Zielfunktion, können wir dann eben das Ausgangstableau erstellen. So. Ich habe mir jetzt diesmal Notizen gemacht. Ich kann dann jeweils hier auswischen und kann mich trotzdem weiter orientieren. Also ihr müsstet da schon Notizen machen. Es gibt nicht so viel zu rechnen in dem Beispiel. Gut, also jetzt ohne auszuwischen kann ich hier noch das Ausgangstableau machen. Ich werde keine Spalte machen für das Z in der Zielfunktion. Es ist einfach so, bei diesen Gleichungen ist es so, dass man auf der rechten Seite hat man immer eine Konstante. Und wenn ich da eine Konstante haben will und alles auf eine Seite bringen will, dann ist das so, dass diese da, die werden dann negativ. Also in der Zeile, das nenne ich die ZFZ-Zeile, die Zeile für die Zielfunktion, oder? Dort ist dann minus 2 in der Spalte für X1 und minus 3 in der Spalte für X2. Okay. Gut, also jetzt mache ich das Ausgangstableau. Das hat locker Platz hier. Also hier hätte ich da Zeile. Z lasse ich diesmal weg. Und dann kommt X1, X2. So, das sind die Variablen, die hier vorkommen. Wie gesagt, grafisch würde man das X und Y nennen. Hier auch X1, X2. Und dann haben wir hier drei Ungleichungen. Für jede Ungleichung taucht eine Schlupfvariable auf. Vorher hatten wir da S1, S2 und so weiter, aber wir machen das hier einfach weiter mit X3 für S1, X4 und X5. So. Und dann kommt die rechte Seite. Die rechte Seite enthält konstante Größen. So. Und dann kommt noch so eine Spalte für etwas, das nennt man charakteristischen Quotienten. So. Also. So, diese Zeile, die nenne ich Z1. Z1. Und für Z1, dann nehme ich diese Ungleichung. Das wäre also 2, 1, so. Dann C2 und auf der rechten Seite ist der 70. So. Und dann C2, da ist 1, also X1 plus 2, X2, und dann 90. So. Und dann gibt es noch eine dritte Zeile für eine Ungleichung 1, 1 und 50. So, gut. Und dann kommt die Zeile für die Zielfunktion, die nenne ich ZFZ. So.
da habe ich jetzt eben von dieser Zielfunktion her habe ich minus 2 und minus 3. So. Gut, und hier, da setze ich gleich 0, das da hier. Da setze ich gleich 0. Das da hier, das ist eigentlich der Wert der Zielfunktion am Anfang. Oder am Anfang ist es so, beim Simplex-Verfahren, das da hier, das sind nicht sogenannte Basisvariablen. Die Basisvariablen, das sind die Variablen, wo nur in einer Spalte nur eine Größe ungleich 0 ist, abgesehen von der Zielfunktion natürlich. So. Ja, übrigens, da hier bei der Zielfunktion kommt einfach 0, 0, 0. So. Ja. Weil in Zielfunktion kommt ja das gar nicht vor, oder? Diese x3 und so. Und jetzt eben, wenn ich mit Hilfe von Schlupfvariablen, wenn ich aus dem da Gleichungen mache, oder? So. Dann die erste Schlupfvariable, die gehört zur ersten Ungleichung. Die nenne ich eben x3, also hier plus x3. Und dann anstatt kleine gleich, schreibe ich gleich. So. Also das da hier, was hier steht, das ist ja eigentlich kleiner als 70 oder höchstens gleich. Und dann sage ich, ja, ich habe da so etwas, ich füge etwas hinzu, das ich so nebulös als Schlupfvariable bezeichne. Und dann gebe ich gerade so viel dazu, dass das gleich 70 wird. Das ist so die Philosophie dahinter. Und dann hier eine weitere Schlupfvariable gebe ich dazu. Und zwar so, dass das dann gleich wird. Nicht mehr kleiner als, sondern gleich. Gleich 90. So. Und da gebe ich eine letzte Schlupfvariable dazu, damit das 50 werden soll. So. Und das hier, das kommt von den Ungleichungen her. Jetzt eben wird hier noch eine Schlupfvariable hinzugegeben, und zwar eine x3. Hier wird eine x4 dazugegeben, hier eine x5. So, dann sieht das so aus. Also hier nur eine x3, keine x4, keine x5. Hier nur eine x2, keine x1, keine x3. Dann nur eine x5, keine x3 und keine x4. So. Also so ist das gemeint hier. Gut. Das wäre das sogenannte Ausgangstableau jetzt. Und dann schaut man immer, ja, es könnte ja sein, dass ich da schon beim Endtableau bin. Oder? Also wie gesagt, am Anfang sind diese Variablen hier, die beginnen eigentlich bei 0. Und diese da, oder diese, das ist ja eine Gleichung, oder? Diese Variable, das sind die sogenannten Basisvariablen. Ich kann bei den Basisvariablen auch herausfinden, wie groß die sind. Oder? Ganz am Anfang ist die Schlupfvariable hier 70. Und diese Schlupfvariable x4 ist gleich 90, diese Schlupfvariable ist gleich 50. Weil ich habe ja hier eine Gleichung, oder? Ich kann ja das einsetzen. Diese da, die nicht Basisvariablen sind, für die muss ich die Werte 0 einsetzen. Oder also was immer nicht Basisvariablen sind, also was immer Variablen sind, wo in der Spalte oberhalb hier mehr als eine Größe ungleich 0 ist, das sind nicht Basisvariablen. So. Und daher eben bei der Zielfunktion, da habe ich ja 2x1 plus 3x2. So, und wenn ich hier das einsetze, dann, die sind ja am Anfang nicht Basisvariablen, die sind 0. Und daher ist eben die Zielfunktion am Anfang 0. So. Also das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich schaue, ja, bin ich beim Endtableau und ich habe gesagt, es könnte theoretisch sein, dass das schon das Maximum ist, also alles 0. Das wäre nicht sehr interessant. Wie kann ich erkennen, dass das nicht das Endtableau ist?
dass das nicht das Endtableau ist, das ist ersichtlich daraus, dass wenn hier eine negative Größe noch vorkommt, also bis hier, da, wenn da etwas negativ ist, dann bin ich noch nicht beim Endtableau und ich muss eine weitere Iteration machen. So, gut. Und die Iteration, damit wir die durchführen können, sind zwei Schritte erforderlich. Erstens einmal muss ich die Pivot-Spalte, die sogenannte Pivot-Spalte bestimmen. Pivot, das habe ich schon gesagt, das letzte Mal, das ist, kommt irgendwie vom Französischen und das bedeutet irgendwie herausragend oder speziell oder so. Gut, und die Pivot-Spalte ist diejenige, wo diese Größe hier am kleinsten ist eigentlich, oder? Also im Betrag am größten, aber und negativ so. Also das daher, das ist die Pivot-Spalte. So. Und um die Pivot-Zeile zu bestimmen, brauche ich diese Größen hier. Das ist der charakteristische Quotient. Und diesen charakteristischen Quotienten, den berechne ich, indem ich da bei der Pivot-Spalte dividiere ich diese rechte Seite durch das Element, das in der Pivot-Spalte hier ist. Also hier zum Beispiel 70 durch 1, 90 durch 2, 50 durch 1. So. Also das, da will ich 70 durch 1. Durch 1, das 1 kommt von daher, schlecht zu lesen, also das sollte sein durch 1, dann habe ich 70 hier, da durch 2 und das gibt mir 45 und da durch 1, das gibt mir 50. So. Und jetzt eben aufgrund von diesen Zahlen kann ich noch neben der Pivot-Spalte kann ich die Pivot-Zeile bestimmen. Und zwar ist das die Pivot-Zeile, wo diese Zahl hier, dieser charakteristische Quotient am kleinsten ist. Und wie man sieht, ist das hier der Fall. So. Also das da hier, das wäre die Pivot-Zeile. Und dann empfehle ich auch einfach das da. So, das ist die Pivot-Zeile, das ist die Pivot-Spalte und das ist das Pivot-Element. So. Das würde ich farblich kennzeichnen und rechnen muss ich dann einfach mit dieser sogenannten Pivot-Zeile. So. Und es ist so wie beim gaußschen Eliminationsverfahren, das wir vorher vor nicht allzu langer Zeit angeschaut haben, oder dort hat man ja Zeilen addiert und subtrahiert, respektive Gleichungen eigentlich addiert und subtrahiert. Das geschieht hier eigentlich genau gleich. So. Gut, jetzt werde ich das obere da wegwischen und ich mache jetzt, das wäre das Ausgangstableau, das ist auch das erste Simplex-Tableau. Jetzt gehe ich über zum nächsten. Okay. Beim nächsten Simplex-Tableau besteht das Ziel darin, dass ich ja, das ist gerade ungünstig, ich habe hier zwei. Aber ich will von den anderen Zeilen, inklusive die letzte Zeile, oder will ich die Pivot-Zeile addieren, und zwar so viel Mal, dass das verschwindet. Oder? Also da braucht es eigentlich ein halbes Mal. Diese Zeile minus die Hälfte der Pivot-Zeile ergibt dann hier eine Null. Das ist das Ziel. Und hier muss ich da drei Zweitel der Pivot-Zeile addieren, ja, gut. So. Okay, also, wir haben das zweite Tableau, sieht man das, ja, gut.
Situation. Also bei der, da will ich richten, Z1 minus 1/2 Pivotzeile. So. Gut. Ich müsste schnell aufpassen, was ich mache. So. Okay, also. Okay, also, das ist ja die Pivotzeile, genau. Okay. Also. Ich habe hier diese Zeile 2 minus 1/2 von dem. Das gibt mir doch 3/2. Das finde ich jetzt sonderbar. Ja, genau. Aha, ja, genau. So, okay. Also wenn ich von dieser Zeile 1/2 von dem subtrahiere, dann habe ich 3/2, also 1,5. 1 minus die Hälfte von dem, das gibt mir 0. Dann 1 minus die Hälfte von 0, das bleibt bei 1. Dann 0 minus die Hälfte von 1, das gibt mir minus 0,5 als Dezimalzahl. Und da 0 minus 0, gut, das gibt 0. Dann hier 70 minus die Hälfte von 90, die Hälfte von 90 ist 45. 70 minus 45, das gibt mir 25. So. Gut. Dann die Pivotzeile, die lasse ich sein. Ja. Ja, gut, hier, ich kann diese Pivotzeile kann ich noch durch 2 dividieren, wenn ich will. So. Ja, ich kann machen, dass das da 1 wird. Das brauche ich nicht unbedingt, aber das kann ich so machen. Also dann hätte ich hier 0,5. 1, ich habe diese Zeile dann einfach halbiert, 0,5, 0 und 45. So. Gut, und dann diese Zeile, damit das 0 wird, muss ich von Z3, muss ich die Hälfte von der da subtrahieren. Also Z2 minus 1/2 Pivotzeile, so. Okay. Und wenn ich von 1 die Hälfte von 1 die Hälfte von 1 subtrahiere, habe ich 0,5. So. Und wenn ich von 1 die Hälfte von 2 subtrahiere, das gibt mir dann eben 0. Das war eigentlich der Sinn der Sache, dass das hier 0 wäre. Und wenn ich von 0 die Hälfte von 0 subtrahiere, gibt 0. 0 die Hälfte von 1 gibt mir minus 0,5. Von 1 die Hälfte von 0 gibt mir plus 0,5. Oh, nein. 1 die Hälfte von 0, das gibt mir 1. So, jetzt stimmt's. Und von
von dem da von Z3 subtrahiere ich die Hälfte von 90. Das wäre 50 minus 45, das gibt mir noch 5. So. Gut. Und dann auch das Z, das muss ich da auch machen, dass das da hier null wird, das muss null werden. Und dass das null wird, muss ich die ZFZ nehmen. Die ist 3. Und ich muss 3 Zweitel von dem, also plus 1,5 mal das rechnen. Das wird dazu führen, dass ich hier 0 habe. So. Also ich habe hier minus 2 plus 3 Zweitel von minus 2. 3 Zweitel von dem. 3 Zweitel von dem ist 1,5. Ich habe minus 2 plus 1,5. Das wäre minus 0,5. So. Dann hier habe ich minus 3 und dann 3 Zweitel von 2. Minus 3 plus 3 Zweitel von 2, das gibt eben 0. Das war die Sündensache. Dann hier habe ich 0 plus 3 Zweitel von 0, das bleibt bei 0. Dann habe ich hier 0 plus 3 Zweitel von 1, das gibt mir plus 1,5. So. Dann hier habe ich 0 plus 3 Zweitel von 0, gibt mir wieder 0. Und dann hier habe ich 0 plus 3 Zweitel von 90. 3 Zweitel von 90 ist 90 plus 45, das wäre 135. So. Also jetzt hat die Zielfunktion, ursprünglich begannen wir bei 0, jetzt hat sie den Wert 135. So. Gut, also. Jetzt, eben hier haben, sehen wir noch, ich schaue ja jetzt, bin ich beim Endtableau. Entscheidend ist diese Zeile für die Zielfunktion. Solange es hier negative Zahlen hat drin, da sind wir nicht beim Endtableau. Und da ist tatsächlich diese negative Zahl noch, die im Betrag größte negative Zahl, also die kleinste Zahl eigentlich hier, definiert die Pivot-Spalte. Also das hier wäre die Pivot-Spalte. Dann die Pivot-Zeile respektive das Pivot-Element. Das erhalte ich, indem ich da diese Größen berechne. Das sind die charakteristischen Quotienten. Und das da hier ist ja meine Pivot-Spalte. So. Das ist hier so. Jetzt nehme ich da eben die rechte Seite und dividiere durch die Elemente, die in der Pivot-Spalte vorkommen. Es ist so in der Pivot-Spalte, wenn da eine Null vorkommt, dann lässt man das weg. Ich kann ja nicht durch Null dividieren. Das wäre eine verbotene Division durch Null. So. Aber hier habe ich, ja, das muss ich rechnen, es gibt 25 durch 1,5. Es gibt da irgendwie 16,67 da. So, gut. Dann 45 durch 0,5, das wäre 90. So. Und 5 durch 0,5 wäre 10. So. Dann, was definiert mir die Pivot-Zeile? Wie gesagt, ausschlaggebend sind diese charakteristischen Quotienten, und zwar ist es das, wo das am kleinsten ist. So. Ja, gut. Und das ist eben hier der Fall bei 10 hier. Das ist die kleinste Zahl in dieser Spalte mit dem charakteristischen Quotienten. Also das da hier, das wäre das. Und das ist die Pivot-Spalte. Somit ist das da hier das
Pivot-Element. So. Gut. Also braucht es noch eine Iteration. Ja, Heini, das wissen wir nicht, oder? Aber wir hoffen, dass da keine negativen Zahlen mehr verbleiben. Gut. Auf jeden Fall wissen wir hier, sind wir noch nicht am Ende. Das ist nicht das Endtableau. Übrigens, was sind die sogenannten Basisvariablen hier? Das können wir anschauen hier, obwohl das eigentlich vorläufig noch nicht relevant ist. Die Basisvariablen sind die, wo nur eine Zahl, also oberhalb, was unterhalb, das spielt keine Rolle, wo nur eine Zahl in dieser Spalte ungleich Null ist. So. Also die Basisvariablen sind vorläufig. Eine wäre x2, und zwar ist für x2 gilt 1x2 gleich 45. Also x2 wäre hier 45. Und die zweite Basisvariable ist x3. So. Da haben wir 1x3 gleich 25. Also x3 wäre 25. Und die dritte Basisvariable ist die, das wäre x5. Wäre x5, wo ist das da? Hier, x5 gleich 5. Einmal, okay. Ja, und jetzt, wie groß ist die Zielfunktion an dieser Stufe jetzt? Die Zielfunktion, die ist ja, was habe ich gesagt, ist, glaube ich, 3x1, nein, 2x1 plus 3x2. So. Ja, und man sieht, das da hier, was nicht eine Basisvariable ist, das ist ja 0, also das hier ist 0. Und die Zielfunktion wäre einfach 3x2, also 3 mal 45. Und das ist gleich 135, das ist auch der Wert, den wir hier haben. So. Also diese Rechnung, die werden wir am Schluss machen und diese Rechnung hat Bedeutung. Hier steckt sie im Tableau drin und das war einfach so zur Information vorläufig mal. Wir müssen noch weitere Iterationen machen. So, mal schauen. Gut, ich schreibe da wieder hin. So. So, gut. So. Also hier wäre x1, x2, x3, x4, x5. Rechte Seite, Quotient. Also hier bei dieser Pivotzeile, da habe ich die vorherige Pivotzeile, die hätte ich im Prinzip sein lassen können, aber ich habe da einfach durch zwei dividiert, oder das wird häufig gemacht, dass man macht, dass dieses Element da gleich 1 wird. Das ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt manchmal gewisse Vorteile oder von den Zahlen her, dass man die so ja, auf eine Art normalisiert, nennt man das. So, gut, also jetzt will ich ja hier, dass das zu einem Basisvariablen wird, also ich will, dass alles hier null wird. Übrigens, das ist ja hier meine Pivotzeile gemäß dieser Philosophie, oder dass das da hier 1 werden soll, da muss ich das Pivot-Element oder soll dann 1 werden. Also ich müsste da hier mal 2 rechnen.
Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig. So. Aber auf jeden Fall will ich, dass das da hier null wird, oder? Und dann muss ich diese Zeile nehmen, minus dreimal die Pivotzeile. So. Also wäre Zeile 1 minus dreimal Pivotzeile. So. Gut. Ja, und dann hier eben, das muss ja null ergeben, das ist das, was ich erreichen will. Null, und dann hier habe ich 0 minus 3 mal 0, das bleibt also 0. Dann 1 minus 3 mal 0 bleibt 0. Dann habe ich hier minus 0,5. Und ich subtrahiere 3 mal minus 1,5. 3 mal minus 1,5 wäre plus 1,5. 3 mal minus 1 ist minus 1,5 und dann eben, wenn ich subtrahiere, wird es plus. Also das da hier, das wird 1. So. So, ja, ja. Und da bei x5, zudem muss ich ja was habe ich jetzt da? Also von dem x5, von dem muss ich ja dreimal das subtrahieren. Das minus dreimal das, das gibt mir minus 3. So. Und von dem da muss ich dreimal das subtrahieren. Also von 25 in Zahlen, 25 minus 3 mal 5 wäre 25 minus 15. Und das gibt mir 10 noch, plus 10 beiden. So. Gut. Ja, und dann, das ist die alte Pivotzeile da. Da muss ich einfach diese subtrahieren. Also von der Zeile 2, von der aktuellen Zeile 2, muss ich einfach die Pivotzeile subtrahieren. Das ist relativ easy, okay? So, also gut. Also von dem das subtrahieren, das gäbe 0. Dann das minus das ist 1. 0 minus 0 ist 0. Dann 0,5 minus minus 0,5 ist plus 1. 0 minus 1 ist minus 1. Und 45 minus 5 wäre 40. So. Gut. Ja, und dann ist es eben so, oder das könnte ich jetzt sein lassen, aber ich will die Pivotzeile so machen, dass sie dass das hier 1 wird, dann nehme ich einfach zweimal die alte Pivotzeile so, und schreibe einfach das Zeug hin. Da. So, ja, das wird dann eben diese 1 und dann 0 mal 2. Dann hier minus 1 und das 1 da, das wird zu einer 2 und 5 wird zu einer 10. Wenn ich es für 2 verdopple. Gut. Ja. Und dann kommt die ZFZ. So. Da muss ich die alte ZFZ nehmen und ich muss hier anstatt da musste ich subtrahieren, jetzt hier muss ich addieren. Das wäre auch ZFZ plus Pivotzeile. So, gut. Und das ist noch einfacher. So. Also, ZFZ plus Pivotzeile. Das hier ist 0. So, das will ich ja 0 haben. Das ist die Sinnsache. Dann 0 plus 0 gibt 0. Und dann hier plus 1,5 und plus minus 0,5. Das gibt 1. Und 0 plus 1 gibt auch 1. Und 135 plus 5 gibt 140. Ja, gut. Und jetzt, wenn ich eine Iteration gemacht habe, schaue ich hin, muss ich weitergehen.
Und hier sieht man, es gibt da in dieser ZFZ-Zeile gibt es keine negativen Zahlen mehr. Also Fazit, das ist das Endtableau, oder? So. Gut, dann schauen, was sind die Basisvariablen. Okay, also eine Basisvariablen sind die, wo nur ein Element da, ja. Ja, da stimmt doch etwas nicht, oder? So. Da ist überhaupt nichts. Das kann doch nicht sein. Da ist alles verschwunden, oder? Das kann ja nicht sein. Da. So. Also mal schauen, da. Bei x3, z1 minus 3 mal Pivotzeile. So, da habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Und da, also das wäre 0 minus 0 und das hier wäre 1 minus 0, das ist eine 1 hier. Und dann hier minus 0,5, minus, das wäre plus 1. Ja, das stimmt. Also hier hatte ich einen Fehler noch. So. Also bei den Basisvariablen, da sollte eben eine, in der Spalte sollte eine Größe ungleich 0 sein. Also hier hat sich irgendwie dieser Fehler eingeschlichen. Also eben eine Basisvariable ist die x1. Und wenn ich da schaue, die x1, das sieht so aus, einmal x1 gleich 10. So. Also x1 wäre 10. Dann x2 ist eine Basisvariable, weil hier ist auch nur ein Element. Und gleich 0. x2. Einmal x2 wäre 40, das wäre also 40. Und dann eine weitere Basisvariable ist eine Schlupfvariable, das wäre x3. Und x3 ist gleich 10 wieder. So. Gut. Also was für uns wichtig ist, für das Maximum, das sind ja richtige Variablen da, oder? Also es könnten irgendwie Anzahl Enten und Anzahl Hühner sein. Das da hier, das kennzeichnet, wo das Maximum liegt, diese beiden da. So. Wenn jetzt eine Variable x1 und x2, wenn das keine Basisvariable wäre, dann wäre der Wert dafür wäre 0. Das hätte den Wert 0. Das würde bedeuten, das Maximum ist erreicht für den Fall, dass diese Variable 0 wäre. Hier ist das jetzt nicht der Fall. Die haben beide Werte. Dann die Zielfunktion. Die Zielfunktion ist definiert als 2x1 plus 3x2. So. Und also eben den maximalen Wert noch ausrechnen, so 2 mal 10. Plus 3 mal 40. So. So, das wäre 20 plus 3 mal 40 ist 120. Und das gibt 140. So. Das ist auch das maximale Z dann. Und dieses 140, das findet man auch hier. Oder? Also ich habe hier einen Fehler gemacht, allein scheinbar. Aber eben, wenn man alles richtig gemacht, und das gemacht hat, und das scheint hier der Fall zu sein, dann wäre hier eigentlich der maximale Wert der Zielfunktion im Endtableau, das gibt dann diesen Wert hier. So. Ja,
das wäre dann eben diese. Diese ganze Geschichte gelöst mit dem Simplex-Algorithmus. Also, ihr seht, ich habe hier einen Fehler gemacht, haben nicht hingeschaut. Und das waren hier eigentlich nur drei Iterationen. Und also, man muss schon sorgfältig arbeiten, damit man. Ich konnte das noch nachverfolgen, diesen Fehler. Also, irgendeines musste. Ungleich Null sein, das war gerade das erste, das ich ausprobierte. So, also das diesmal ist noch gut ausgegangen. So. Ja, gut, und das wäre eigentlich das, was ich für heute geplant habe. Das, was ich geplant habe, wäre damit erreicht eigentlich. So, und wie geht's euch? Seid ihr noch dabei? Munter? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay. Ja. Gut. Ich habe noch Übung zum Simplex Tableau mit was einfach allgemein zur linearen Optimierung. Ich werde diese Dateien, die Files, die werde ich noch hinterlegen auf Teams. Und dann könnt ihr das anschauen. Oder ich hoffe, jetzt habt ihr so eine Idee, wie das Ganze funktioniert. Es hat eine große Ähnlichkeit mit, es ist ja eigentlich lineare Algebra. Ja, nur eben diese Konzepte da mit Pivot und so, das kommt eben noch dazu. Anschaulich, was passiert, ist eigentlich Folgendes beim Simplex-Algorithmus. Eine Voraussetzung für den Simplex-Algorithmus ist dass die sogenannte Nicht-Negativitätsbedingung. Und der Simplex-Algorithmus, der beginnt eigentlich damit, dass die Schlupfvariablen, die vorkommen dort, das sind eigentlich die Basisvariablen ganz am Anfang, oder? Und ich habe euch gesagt, die Variablen, die nicht Basisvariablen sind, die haben den Wert 0, oder? Das bedeutet, man beginnt dort eigentlich beim Nullpunkt, oder? Und der Standard-Simplex-Algorithmus, der ist für eine Maximierung, oder? Wenn das nicht eine Maximierung ist, dann muss man den Algorithmus modifizieren. Das Üblichste dort ist, wenn man eine Minimisierung hat, stattdessen, oder macht man eine sogenannte Dualisierung, und das ist dann nicht mehr so einfach. Also wir bei diesem Thema verbleiben wir einfach beim Standard-Simplex-Algorithmus. Gut, eben, und was ich angefangen habe, eben der ganze Algorithmus, der beginnt eigentlich im Koordinatenursprung. Und man hat dann hier eben zum Beispiel, eigentlich haben sie ja zwei Variablen, aber mit den Schlupfvariablen zusammen haben sie fünf Variablen und man ist dann im sogenannten Hyperraum und man hat dann sogenannte Hyperebenen, welche sich darin befinden und diese Hyperebenen, die schneiden sich und was da herausgeschnitten wird, das ist so ein Körper im fünfdimensionalen Raum in diesem Beispiel und dieser Körper wird eben als Simplex bezeichnet, also wenn man beim Körper auch da Dinge abhaut, oder? Also zum Beispiel, wenn man irgendwie bei einer Kokosnuss, oder wenn man so ebene Flächen abschneidet, dann am Schluss hat man ein Simplex. Und an diesem Simplex, wenn man hier schaut, welches die Pivot-Spalte ist und so, was man macht, man wandert eigentlich an der Kante entlang, welche die größte Steigung hat, wo der sogenannte Gradient ist dort am größten. Und dieses Verfahren garantiert, dass man zum Maximum hinaufklettert oder entlang diesen Kanten. Das Verfahren, es kann sein, dass eine Kante selber oder das überall auf einer Kante der Maximalwert erreicht ist. Das ist so ein unbestimmter Fall. Das Verfahren, es ist nicht garantiert, dass man wirklich das Maximum findet oder respektive, dass das ein Ende hat. Oder das ist nicht garantiert, aber es ist garantiert, wenn ich
ein Endtableau habe, welches das Kriterium erfüllt, dass da keine negativen Zahlen mehr vorkommen, dann, was man gefunden hat, ist da eindeutig ein Maximum, oder? Also das wäre, was ich noch sagen wollte. Ja, und damit wünsche ich euch noch schöne Restwoche, so, bis am nächsten Dienstag. Macht's gut, okay? Ade. Ade, tschüss. Ade.